Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back with the 14th part of Lightning Returns. Nochmal sorry wegen dem Part davor. Das Ding ist, das hat jetzt etwas länger gebraucht, als ich gedacht habe. Ich bin jetzt extra nochmal in die Stadt, habe mir einen neuen Stick geholt, weil mein Alter hat jetzt irgendwie den Geist aufgegeben. Habe extra geguckt, dass ich einen mit mehr Reading Speed hab, so dass ich jetzt wieder auf 1080 aufnehmen kann. Und der hat jetzt 64 GB. Ich glaube, das sollte reichen für ein paar Aufnahmen. Da eine mindestens Maximum jetzt die 6 GB haben sollte. Und ja, hab aufgeräumt und alles. Hab alles auf die externe geschoben, was ich auf meinem Laufwerk hier nicht brauche. Die Festplatte ist von fast ganz voll auf fast ganz leer gesunken. Würde ich jetzt meine Lightning Returns Parts jetzt auch irgendwie noch wegkriegen, weil ich habe die jetzt hochgeladen, so wirklich die alten brauche ich gar nicht mehr, weil ich store das nicht. Wenn ich alles storen würde, dann hätte ich alles auf einer Platte oder irgendwo, wo ich es dann sowieso nicht gebrauchen könnte. So notfalls kann ich es mir dann von YouTube wieder ziehen. Und ja, und deswegen läuft es jetzt alles flüssiger, alles besser. Hoffen wir, dass die Aufnahme einfach nicht mehr abbricht. Nochmal sorry, deswegen jetzt machen wir hier einfach mal weiter. Wir gucken jetzt mal bei Mission, Aufträge, Wunschtafel. Wo war das jetzt nochmal mit dem Blumen? Nein. 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 Auch nicht. Hä? Wo war das jetzt nochmal mit den Blumen? Da war doch im letzten Part, am Ende des letzten Parts. Ja, die hier sowieso nicht. Mondblume, genau das war's. So, jetzt können wir schnell zurück das abgeben. Eigentlich, ihr solltet das eigentlich nicht so machen, aus dem Grund, weil das mit dieser Tafel hier das auszufüllen für ein paar Missionen wird nachher zu einer Hauptmission werden. Und wenn ihr da nicht mehr so viele übrig habt, dann reingeschissen. Ich will aber mal sehen, was passiert. Ich bin einfach mal gespannt, weil so viel Nebenmission. Okay, warum haben wir das nicht davor gemacht? Abzuschließen, bevor diese eine Hauptmission was damit zu tun hat, habe ich auch noch nicht gemacht. Doppelpack, genau. Ich glaube, das sind sogar die mit diesem goldenen Ding daneben, wo ich gerade genommen habe. So, jetzt haben wir kaum noch Missionen hier frei. So. Und jetzt ab zu Dr. Gazar. Mal gucken, ob es da was zu erledigen gibt. Natürlich stoppe ich die Zeit so oft ich kann. Wie gesagt, hoffentlich gibt es keine Probleme, weil ich nehme jetzt wieder auf 1080 auf. Und das ändern wir jetzt mal ganz schnell. Das war zwar cool, aber das ist jetzt auch over. So. Und direkt nochmal. Ich habe manchmal sogar Schwierigkeiten, die Parts zu benennen und so. Ja, das gibt's manchmal, obwohl ich es diesmal ziemlich kurz und knapp halte. So, Nummer 1, das machen wir jetzt schnell. Ja, rein damit. Ja. Yep. Du auch weg. So. Die anderen müssten wir auch alle abholen können. So. Okay, hier ist noch nichts los. His destiny is to guide you to the goddess's temple, a temple that emerges from the side of a mountain, its entrance beyond the reach of any man. But this chocobo will catch the wind, and on wings of white,
across the crevices to that distant, forsaken place. So. Was machen wir jetzt? Wir teleportieren uns jetzt. Erstmal. Wohin? Erstmal hierhin. Machen wir jetzt erstmal einen wichtigen Story-Part anfangen, damit wir überhaupt was haben. Weil die ganzen Sachen, die wir nicht fertig gekriegt haben, so, habe ich gar nicht mehr so richtig im Kopf. So. So, für die müssen wir so. Wir haben nicht die benötigten Gegenstände. Aber jetzt können wir diese Dinger da nehmen. So, Tattle-Gemüse. Noch nicht erntereif. Okay, so jetzt. So, you're growing 10 tall greens, are you? You can eat them yourself, or feed them to your favorite chocobo. Well, let me tell you, it's a fickle plant. I haven't seen many people grow them as successfully as you have. Where'd you learn all this? From Sarala at Canopus Farms. Oh, Sarala, you say? I couldn't be more proud of my granddaughter. She is something, isn't she? She's got quite the green thumb, thanks to good genes. Huh. She never mentioned she had a grandfather. Oh, did I say my granddaughter? Slip of the tongue. What I mean is, Sarala is my... she's the granddaughter of someone I know. Anyway, how is her father doing? That coal can be quite difficult. Well, her father... Say no more. If he's anything like I remember, he's gone wandering off, leaving her to tend to the fields again, all by herself. Yeah, he doesn't do much anymore. Sarala's the one who's been taking care of everything. I wonder, between my Tantal greens and her Gazal greens, which is more delicious? Now that's a question. If only I could taste both at the same time, then I'd know once and for all. Do you want me to bring you some of Sarala's greens? Is that it? If you'd be so kind, I'll make it worth your trouble. How about in exchange, I let you use this field? All right. I'll be back. You're much too kind. Thank you. Oh, you're back. What do you have there? Are those Gazal greens from Sarala's farm? I wanted to do this for a long time. Now I can finally find out whose greens are better. Mmm. Why, these are absolutely delicious. Are they better than yours? Now, there's no question about it. My Tantal greens don't even compare to her delightful and scrumptious Gazal greens. Sarala was so small when I last saw her, and now she's all grown up. She doesn't need coal anymore. You seem to know a lot about her and her father. You're not related, are you? Maybe an uncle or something? It's a little more complicated than that. Nevertheless, now I can pass away without worry, knowing that she can take care of herself. That's all I wanted. Anyway, the field is yours to use as you please. Ja, komische Sache, aber wir haben die Mission immerhin abgeschlossen. Ah, da habe ich schon was reingehauen, gut. Ja, dann fragen wir dich mal. Poor Sarala, I heard the news about her father's death. But something doesn't quite make sense. I was in Arius and saw a man who looked just like Cole. But Cole is dead, so it couldn't have been him, right? Just someone who looks like him. Mhm. Auf jeden Fall, das wird später noch alles geklärt. Ich glaube, ich habe da was gerade verpasst. But who cares? Was wir jetzt machen, ist, dahin zu gehen. Ja, verfolgt mich halt.
Ja, wir sind schon mal auf dem richtigen Weg. Und weil er uns die ganze Zeit verfolgt, kommen auch keine neuen Monster, nicht, dass ihr euch wundert. Manchmal sieht man nicht, wenn das Ding gerade aktiviert worden ist, was einem vor einem ist. Das ist manchmal schlecht. Ah, wir sind eh gleich da. So. Ist hier nicht noch irgendwie ein Item oder sowas? Oh, nein. Ist dann... Ja, hier ist es doch. Sorry, Whitey, but you'll have to wait. Defektes Gyroskop. Ein weltweit Item. Na, hier wäre auch noch so ein Ding gewesen. Okay, hier ist nichts mehr. Das ist ein Tier hier auf der Karte. Gut, dann lasst uns mal gucken, wer in diesem verlassenen Raumschiff drin ist. Aha. Saz? Leave us alone. What are you doing here? Oh. Dash? Is he asleep? Yeah, he's been like that for centuries. Silent as death. Ever since the chaos came and destroyed everything. His body's still alive, but his soul? It's not in there. What's that? It's a coffer of souls. If I can collect enough soul fragments, Dodge will wake up. At least that's what I was told. Yeah, it'd just be a lie, though. Who gave it to you? Lumina. Enough talk. I gotta look after my son. Hope, you've got to be able to find something about Dodge's condition. Saz is... I can't let him go through this. Yeah. I know, Lightning. I was listening too. All I can do... Yeah, was ist denn? It's difficult to say what exactly is wrong. Dying. Okay. Physically, he seems fine. Okay. Dreistigkeitsfragment. All right. Oh my goodness me! If it isn't the Savior, fancy meeting you here. Don't go acting all sweet and innocent, Lumina. I know it's no coincidence that you're here. Oh, so you think that I'm lurking around here, hiding poor little Dodge's soul. Is that it? Something like that. Nope. Though you're right that it's no coincidence. I'm here because I've been keeping an eye on you. I'm just so worried about whether you'll be able to save Saz. Save Saz? What about Dodge? Whatever. You can save both, if you'd really like. But you must have noticed that dear daddy's soul is getting crushed. Right, Savior? Finde das Seelenfragmente, um Sarge die Seele zu retten. Du musst die Seelenfragmente von Dars Seele finden. Seine Seele ist in 5 Teile zerbrochen, die in der ganzen Welt verstreut sind. Na toll. Fragment haben wir schon. Chocolina, das ist das, was ich meinte. Das kriegen wir von den. Das dritte kriegen wir von diesen Seelensamen-Typen. Das vierte in den Death Dunes bei der. In der Nähe der Kaktoren, wo wir noch nicht durch sind. Und das fünfte ist dieses Turnierdings, wo wir unser Kleid da gewonnen haben, damit wir diese Cutscene machen können auf dieser Statue, um zu Snow zu kommen. So, aber bevor wir das machen, gehen wir hierhin, genau, das ist schon mal richtig. Jetzt kriegen wir ein paar Items, das ist wichtig. Wir kriegen ein paar Items, die für vieles zu gebrauchen sind, missionsweise. Gut, ich hab's hingekriegt, ich bin G. Hier kommt man auch hin, wenn man storymäßig das Ding hier abschließen will. So, hier gibt's auch eine Menge Chaos, also passt auf.
ihr müsst hier suchen, weil diese Items, die hier rumliegen, sind meistens nicht allgemeine. Einmal Karte gucken, gut. So. Hier ist nichts, dann da runter. Hierüber nichts. Hier auch nicht. Schade, dass es kein Chocobo Turbo Speed Dings gibt. Das wäre richtig cool. Da oben ist auf jeden Fall was. Wie kommt man da nochmal hoch? Einiges ist schon zu lange her. Hier ist nichts. Mist, wir müssen bald kämpfen. Ich habe bald keine EP mehr und der Tag ist bald vorbei. Okay, das heißt, wir müssen so. Dann hier. Ist hier was? Nein. Gut, dann hier. Aber hier muss was sein. Na komm. Nein, auch nicht. Oh shit. Nein. Ja, komm. Als ob das jetzt irgendwie ein Bossmonster wäre oder sowas. So. Mann, habe ich viel EP bekommen durch den. Hier. Genau, der Crimpels. Genau, den brauchen wir auch. Wie gesagt, das ist nicht nur für diese Mission, sondern... Habe ich das jetzt bekommen oder nicht? Ich habe es bekommen. Gut, wenigstens etwas. So, beim Droppen. Da ist nichts. Ich hoffe es mal. Ich warte. Ich gehe mal hier runter, bevor wir hier irgendwas vergessen. Nein, sieht nicht danach aus. Gut. Hier nichts. Gut, dann müssen wir da wieder hoch. Ja, damn. Der Tag ist bald. Sag mir, das ist ein... Na, gegen den nützt doch nichts. Da verschwende ich mehr Zeit durch den Kampf. Komm schon, ich brauche ein richtiges Monster. Am besten dem, wo man den Namen P-Chip herbekommt. Der müsste doch hier auftauchen. Come on. Ain't got that much time, though. Ernsthaft jetzt? Komm schon, Monster. Ja, Ende der Welt, genau. Oh. Ja, toll. Ich krieg nichts von dem. Schnell. God damn. Ja, wenn wir da jetzt rüberspringen. Ja, toll. Ich wusste es. Verdammt. Genau das ist mein Problem. Dammit. Warum kommen jetzt keine Monster auf einmal? Was soll der Scheiß? Ernsthaft jetzt? Kommt jetzt die ganze Zeit nicht ein Monster? Solche Wichser. Und wenn man sie nicht haben will... Genau. Ach, egal. Ja, du verschwendest mehr Zeit. Ja, ich weiß. Halt die Klappe. Oh, wie mir sowas auf den Sack geht. Jetzt verfolgt der Fisch uns auch noch. Komm schon, ein Monster, ein gescheites. Schnell. Komm. Na komm. Wo? Ernsthaft. Ernsthaft. Oh Gott. Wow. Pitaga.
Ja, scheiß benutze ich das jetzt. Hä, war da nicht doch hier? Komm schon, noch ein Monster. Wir müssen das jetzt schaffen, so oft hinzukriegen. Ich würde jetzt am liebsten zum Bahnhof und irgendwas abgeben, um zu gucken. Aber wir müssen hier... Warum? Warum nur der? Ja, komm, wenigstens den ein EP. Jawohl. Läuft jetzt nur der hier rum oder was? Das bringt uns gar nichts. Da machen wir mehr Minus. Na komm schon. Come on, give me a good monster. Ey, ich werd noch verrückt, ey. Jetzt laufen wir hier rum, machen gar nichts. You know what, fuck it, bevor wir wirklich nichts machen. Gehen wir hier rein, genau. Oder nein, wir müssen hier hin zuerst. Das heißt, wir müssen da durch. Bin ich jetzt richtig oder nicht? Nein, bin ich nicht. War klar. What the fuck am I doing? I've got no time left and I'm doing bullshit. Ist das jetzt mit Absicht so, weil gleich 6er ist? Das ist mir aber noch nie aufgefallen so. Fuck it, wir gehen jetzt da rein und gucken, dass wir so viele Items wie möglich kriegen. Und müssen jetzt den die ganze Zeit besiegen, um wenigstens ein Achtel von einem EP zu bekommen. Wie jämmerlich ist denn das? Sind wir hier richtig? Ja. Aber hier müsste es doch auch... Jawohl, Chaos. Zwar wieder der gleiche, aber Hauptsache Chaos. Sehr schön. Gut, sehr gut. Wo ist dieser... Da lang, hier... Müsste es eigentlich auch noch was geben und da oben auch direkt wieder aktivieren. Ist nix. Habe ich mich geirrt? Da oben. Ja, hier wusste ich's doch. Gut. Die ganze Zeit nur Gil. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Okay, fast 300.000, so viel ist es jetzt auch nicht. Ist da hinten was? Das sieht verdächtig aus. Nein, sieht nur verdächtig aus. Und noch einer von denen. Jawohl. Ernsthaft. So. Das sollte uns eigentlich reichen, um da durchzukommen. So. Jetzt guckt ihr gut, ja? Hier sollte das Viech eigentlich auch auftauchen mit dem AMP-Chip. Aber nein, wir kriegen nur diesen Robo-Motherfucker. So ein billiges Viech mit so einer epischen Musik, das passt einfach nicht zusammen. So, und zwar sind das so, sieht aus wie so ein kleines Nest, da sind diese für diesen Koch die Items drin. Jawohl, Chaos, sehr schön. Das heißt, wir schaffen das noch locker bis zu dem Part, die Zeitlupe hier einzuschalten. So. Ja, okay, 3, das ist jetzt auch nicht so viel, aber immerhin etwas. Weil wir uns ja nicht die ganze Zeit beschweren. Nein, nicht so. Da kann man doch hoch. Wusste ich's doch. Fuck.
Gott, das darf ich nicht nochmal machen. Gut. Hier ist was. So. Hä, wo sind die ganzen? Da ist eins. Genau, Feldsmaulwurf heißt dieses Ding. So. Da hinten gibt es noch welche, aber wir gehen jetzt erstmal diesen Bereich hier durch. Warum gibt es hier jetzt kein Chaos? Das wäre sowas von viel besser. So. Genau so. Kurz und schmerzlos. Alright. Looks like nothing at all. Nein. Schlecht. Da hinten ist was. Ja, dieses... Das, was ihr gerade im Hintergrund hört, wenn ihr es laut genug hört, dieses Soundtrack-Dings, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das nennen soll, kommt immer, wenn es kurz vor 6 ist. Wenn es euch sagen will, von wegen, ja, Digga, es ist gleich soweit. Was mir persönlich gerade auf den Sack geht. Gut. Jetzt erstmal hier hinten. Diesen Nachtpilz heißt, ja Mann, ich weiß es sogar noch, krank. Ja gut, so schwierig zu erraten. Stopp. Was ist das da hinten? Ah, das ist nichts toll. Gut, da hinten gehe ich jetzt noch hin. Hier sollte es doch mehr von den Dingern geben. Nee, das hier ist der... Ja gut, dann sind wir auch gleich hier. Dann können wir gleich das mit Missionen und so machen. Das passt. Dann gehen wir da nicht weiter, sondern gehen da erst später hin. Vielleicht ist hier ja noch auf dem Weg was. Gut. Die Nachtpilze sind immer noch aktiv. Laboratorium, nein, der ist nicht... Ja doch, der ist da, aber den brauchen wir nicht. Nein, gerade nicht. Oder Gesalen, brauchen wir Gesalen, schnell gucken. Chocobeuchel, was? 2 von 10, krank. Grünmonstermoos, nein. Gesalen, nein, da steht Gesakraut und nicht Gesalen. Silkescraut, hat die nicht. Nachtpilz, Chocobeuchel, Felsmaulwurf, da fehlt uns nur noch ein. Einer von denen, dann hätten wir das auch. Lapsuli, eins davon haben wir doch. Altes Foto. Gyroskop, genau. So, Nebenmissionen. Ja, das müssen wir... Keine Ahnung, wann die auftaucht. Sonnenblume, noch 3 Stück. Dann hätten wir das auch. Und Felsmaulwurf noch ein. Genau, dann hätten wir das auch. Also im nächsten Part müssten wir das eigentlich alles hinkriegen, aber... Ah, yes. Well done. I heard what you did. Now you helped our hunter hopeful pass his trial. I didn't know it was for a trial. If I had, I would have refused him. It matters not. His wits and guile have made him a hunter true, and that's a fact. Here in the wildlands, our human laws pale to nothing in the face of nature's grim, unyielding certainties. He has grit and perseverance. Those are useful qualities in a hunter. Qualities you do not lack. I've heard about your exploits against the monsters out here. I am proud of my fighting skills, but it's a misplaced pride when they are set against yours. A warrior like you could serve as an inspiration to many of us. Tell me, will you help out our young hunters and be a model for them? A model? Yes, that's right, a role model, I mean. The new recruits are eager. But still wet behind the ears. They don't know what it takes to defeat a truly powerful monster. You can show them and give them something to strive for.
Monsterhack. Besiege zunächst den Walis und Hanumans. Bring Jagdführer Beweis deine Taten. Klumpen Monsterhack. Haben wir die nicht schon alle gekillt? Mal gucken. Why not? I knew you would agree. How about a little warm-up first? Easy pickings for the likes of you. Sure. Let's do it. Mal gucken. Ja, müsste passen. Impressive. Perhaps for you the challenge was insufficient. Think of it as preparation. The next challenge will be a true test of your abilities. Your prey shall be the Protoflorian. An innocuous name, perhaps, but this is one flower whose petals deliver deadly blows. The creature holds court in Rocky Crag, where many a fellow hunter have fallen victim to its might. None of us have yet managed to slay it. I fear that it will be too much for you alone. Heed my words, for my warning is not given lightly. You risk your life facing this beast. I'll survive. A giant protoflorian. So. AMP-Chip, genau von diesem Monster reden wir, aber wir haben da ja schon eins. You have defeated it. Can that monster be truly dead? Such a day I never expected to see. I stand before you awed and humbled. Please, forgive me my amazement. Of course, I did not doubt you. That is why I asked you, after all. You have lifted a shadow that darkened the wild lands for many years. Right. Sounds like I did you a favor. That talk about being a role model for your young hunters was just a ploy to get me to tidy up a problem. I will not deny it. By destroying the menace, you killed two birds with one stone. I had intended to assist you in the quest. However, by the time I was ready, you had already done the deed. Either way, your famous feat has served my original purpose. The young hunters cannot stop talking about you. Indeed, I too have been inspired to take my bow into the hinterlands in search of fresh game. Yeah, well, don't do anything stupid. Who would look after the other hunters if you got killed? Thanks to you, they've seen what a brave and skilled fighter can achieve. They don't need me to coddle them. Perhaps none of us can grow as powerful as you. But as long as you inspire us, we need not fear death nor any beast that prowls the wildlands. Alles klar. So. Wenigstens etwas, huh? Gut, ja, jetzt habe ich Fans krank. In this village, chocobos are essential to our survival. We treat them like family. Yeah, whatever. Ist hier ein wichtiges Item? Nein. Gut. Was braucht die da hinten nochmal? Thanks to you, I'll finally be able to make the medicine that I've always wanted to. I've finally done it. Do you need a cure? No substitutes. I need both chocoboros and slug sweets to make chocoboros are a type of mushroom that are. Ja, ja, jetzt, was brauchen wir? Chocoborchel, 8 Stück. Okay. Gut. Um das zu kriegen, ich weiß nicht, wann die nächste Mission kommt mit Effit. Hier können wir an sich gar nichts mehr machen. Wir gehen jetzt noch schnell ins Mogridorf, holen uns das, was wir dort eingepflanzt haben, und dann wär's das für den Part. Als nächstes gehen wir dann entweder hier hin oder wir helfen Sars aus. Sarge aus, also gucken wir mal, wie weit, was sich dann besser eignet. Ich laber lieber nicht vor, bevor es dann am Ende doch anders ist. Noch ein EP sollte reichen. Wir müssen komplett runter. Okay. Hoffentlich. Obwohl, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr machen. Effit. Alright.
Und weil der letzte Part so scheiße ging, wenn sich das ergibt, dann mache ich den hier etwa 5 Minuten länger, weil dann erleben wir noch den Bullshit in der Arche. Was ich eigentlich gerne auf den nächsten Part verlegen würde, aber das kann ich euch eigentlich nicht antun nach dem letzten Part, also so bin ich nicht. Alright. Du weg, du stehst in meinem Weg und du jetzt gleich tot und tschüss. Alright. Wir müssen... Falsche Richtung? Nein, richtige Richtung. Gut. Das Ding... So, das letzte. Das Ding... Gibt's hier jetzt noch einen von denen? Nee, das ist der nicht. Da ist er. Krimpilz. Sehr gut. Okay, und wo ist jetzt dieses Kraut? Da ist es. Silkes Kraut. Genau. Dann lassen wir gleich nochmal eins rein. Machen das. Ansonsten scheint hier alles okay zu sein. Die Muggels scheinen froh zu sein, keine Probleme zu haben. Passt, ich glaube, wir müssen hier nicht mehr so oft hin, außer dass wir für mehrere Missionen dieses Kraut nochmal brauchen werden. Wir chillen hier jetzt einfach und lassen die Zeit vergehen. Solange die Zeit nicht vergeht, können wir ja nach... Wie heißt er eigentlich? Moogle? Einfach nur Moogle? Keine Ahnung, wie der hier jetzt heißt, suchen. Morg. Genau, Morg. Tell me, what have you been doing with yourself these last 500 years? Have you been in the village this whole time? Oh no, Koopo. I was swept up in the chaos, Koopo. I was carried hither and thither until I found myself in the void beyond. I wandered there, and one by one I met my friends, Koopo. Our world was a terrible mess, and we didn't know where to go, Koopo. Right. When the chaos flooded in, you Moogles lost your homes, just like so much of humankind. That's right, Koopo. We were so blue, we didn't know what to do. We roamed around for a spell, over the desert and dale, until one day we found this forest. That's when I said to my friends, let's build a new home here. And that's what we did. All the Moogles together, Koopo. Building a new home to replace the one that was lost. That reminds me of something from a long time ago. Koopo, Koopo, of course, Koopo. Sarah told me all about what they did, Koopo. Sarah and Snow and their friends. They lost their home once too, Koopo. It was before we met. But they found a new place. And together, they built a home even better than the old one. They were my inspiration, Koopo. And I told all my Moogle brothers. Then, before I knew it, I became the chief of the whole Moogle village, Koopo. I'm not surprised. You've had a lot of adventures and fought bravely in many battles. Of course they'd turn to you. You're a natural-born leader. Lightning! You mustn't say that, Koopo. If you keep praising me so much, my bubble might burst, Koopo. Okay, okay. Morg hat jetzt etwas länger gebraucht. Der Part ist auch gleich zu Ende. Deswegen mache ich das so. Wenn da 59 steht, drücke ich auf Start, Speicher und dann passt es. Gut. Einmal abspeichern. Thank you guys for watching. Ich glaube, ich mache den Part jetzt gleich danach. Ich mache jetzt noch kurz was trinken oder sonst was. Und dann spiele ich gleich weiter. Wird bestimmt lustig, weil jetzt kommt wieder Story, da wir zurück in die Ark sind und so viele Missionen geschafft haben. Wird bestimmt voll cool. Auf jeden Fall nochmal sorry für den letzten Part. Hoffe, auch wenn dieser trocken war, dass ihr was mitnehmen konntet. Dass ihr ihn okay fandet und wenn der hier nicht gut genug war, dann wird's auf jeden Fall der nächste. Whatever. Thank you guys for watching. See you on the next part. The Blue Gangs is out. Peace, YouTube World.